Drei Männer haben ihr Leben auf der Erde beendet. Gehen aufwärts Richtung Himmel, sind positiv überrascht. Da steht ein Mann am Tor. Es ist der Petrus oben an der Himmelspforte. Er nimmt ihn erst zu sich und sagt: Hey du, was bist du im Fußballfan? Sagt er: Ich bin ein Berner Gio, ich bin ein IB-Fan. Sagt der Petrus: Das ist gar nicht gut, das wird bestraft mit 20 Peitschenhieb. Aber du hast auch noch einen Wunsch frei. Der IB-Fan überlegt und denkt: Okay, binden wir doch ein Küssi auf den Rücken. Federt ein bisschen die Schläge ab. Die Strafe wird vollzogen. Am Schluss von diesen 20 Schlägen das Küssi zerfetzt. Der Rücken vom IB-Fan grün und blau. Geht Petrus zum Nächsten an und sagt: Du, was bist du für einer? Was bist du Fan im Fußball? Ja, Dicke, ich bin ein Peppi, ich bin ein Basel-Fan. Sagt Petrus: Das ist gar nicht gut, das gibt 40 Peitschenhieb. Aber auch du hast noch einen Wunsch frei. Basel-Fan ist schlau und sagt: Mein zweiter Wunsch ist, tut mir bitte zwei Küsse auf den Rücken. Aber es nützt nichts, die Strafe wird vollzogen. Nach wenigen Peitschenhieb sind die Küsse ausgefedert, zerfetzt, der Rücken ist zerschunden, der Basel-Fan ist total kaputt. Geht der Petrus zum Dritten an und sagt: Und du, für wen schlägt dein Fußballherz? Sagt der andere: Ja, ich bin ein Hopper, ich bin GC-Fan. Petrus strahlt und sagt: Sehr gut, das gibt keine Strafe, du hast zwei Wünsche frei. Sagt der GC-Fan: Also, ich hätte gern 100 Peitschenhieb. Petrus staunt und sagt: Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und was ist denn dein zweiter Wunsch? Ja, anstatt Küsse könnten wir nicht den Basler oben auf den Rücken binden.